Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch diesmal etwas von der LEGO Creator Reihe mitgebracht. Und zwar ist es die 31131, 1. Juni 2022, also vor 2 Wochen erschienen. Eine 3-in-1 Modell. Und zwar haben wir hier so einen Nudelladen, also das A-Modell, welches wir dann umwandeln können ins B-Modell zu einem Fahrradladen. Und das C-Modell wäre dann halt so eine Spielehalle. Teileanzahl hat das A-Modell oder halt insgesamt 569 Teile. Mit einer UVP von fetten 45 Euro würde ich jetzt nicht sagen, dass man den Preis dafür, das natürlich nicht wert ist. Deswegen findet ihr locker Angebote für 35 Euro, auf eBay 30 Euro. Das ist kein Problem, deswegen schlagt lieber dazu. Ich habe mich jetzt, wie man auch sieht, habe ich mich jetzt hier nicht für das A-Modell entschieden, so, sondern ich wollte eher viel lieber das C-Modell bauen, weil ich fand halt den Controller hier, die Spielhalle, fand ich echt interessant und hübsch anzusehen dann. Deswegen habe ich dann gedacht, ich baue mal das C-Modell und ja, zeige es einfach mal euch und hinterlasse mal meine Eindrücke dazu. Beim A-Modell ist es halt das Gute, dass wenn man der Anleitung folgt, dass dann jeweils die Teile, also die, dass die einzelnen Tüten halt nacheinander erst geöffnet werden. Wenn man aber halt die anderen Modelle bauen will, dann muss man halt dummerweise alle Tüten öffnen. Und das macht es halt ein bisschen schwieriger, dann ein bestimmtes Teil halt zu finden. Ist halt dann nicht mehr ganz so entspannt, sage ich mal, sondern kann sich mal ein bisschen in die Länge hinausziehen. Deswegen würde ich mal sagen, so eine Bauzeit von eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde braucht man schon, muss man sich mal schon einplanen dafür. Ja, aber so im Endergebnis, sage ich mal, von dieser Ansicht sieht es wunderbar auch aus. Wie gesagt, mir gefällt hier der Controller, wie der gestaltet worden ist, dass der auch sehr schön groß, auch ja, aus dem Gebäude hervorragt. Aber jetzt gucken wir uns, natürlich Figuren haben wir halt dieselben zwei Figuren, die es halt auch in dem Set halt mit drin sind. Haben halt natürlich dann so eine männliche, normale männliche Figur. Stellen wir das mal ein bisschen weiter vor. Da haben halt so eine normale männliche Figur halt dazu. Ja, ich glaube, die hat ein Wendegesicht, oder? Ja, der hat ein Wendegesicht. Der hat dann ein Wendegesicht noch, so ein grinsendes. Und dann haben wir noch hier, ist beim A-Modell eigentlich der Koch. Hier ist es halt jetzt irgendein rein willkürliche Passantin oder sonst was, die jetzt gerade, ja, keine Ahnung, Reis mit den Stäbchen halt isst. Und dann haben wir noch einen netten Brickbuild-Hund. So ein Pudel wahrscheinlich ist es dann. Sieht ganz nett aus, aber jetzt nicht unbedingt meins. Also ich mag die fertigen Modelle eher, den fertigen Hund, aber trotzdem ganz nett. Dann war es schon soweit zu den Figuren. Wir gucken jetzt gleich mal direkt das Haus hier an. Von oben betrachtet finde ich halt das Dach hier echt cool gemacht. Die Dachkonstruktion. Dachkonstruktion wegen dem Glas hier ist echt ganz nett. Allgemein ist auch der Bau ein bisschen sehr fragil. Also das Teil kann echt schnell auseinanderbrechen. Und gerade eben hat man es wahrscheinlich schon gesehen. Diese Automatik zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, was genau ist. Also das ist wahrscheinlich so ein Spielautomat halt, weil es halt eine Spielehalle ist. Dieser Spielautomat, der fällt halt echt oft ab. Also halt ganz leicht ab. Und das andere Problem ist halt, der Spielautomat liegt genau auf der Seite, wo zwei Plates aufeinander sich festhalten. Und wenn halt eine sich dann halt verschiebt, dann ist halt ein bisschen, ja, muss man ein bisschen seine Fingernägel einsetzen, um da die Platten wieder zusammenzudrücken. Ansonsten fällt halt eben, wie gesagt, es da immer ganz schnell ab. Ja, das ist so das hauptsächliche Ding, was mich halt daran ein bisschen stört. Abseits davon, wenn wir den mal jetzt mal kurz rausnehmen, damit wir einen besseren Einblick hier haben, ich werde es auch natürlich dann einblenden. Haben wir hier in der hinteren linken Ecke von eurer Seite aus, hinteren linken Ecke, haben wir hier so einen Kassenautomat, müsste es glaube ich sein.
In der Mitte sehen wir hier so ein Automat, wo man sich so auf so ein Fahrrad draufstellt und dann halt vorne so ein Display halt sieht und ja, rennfährt oder so. Und hier dieser weiße Automat, das sieht mehr aus wie nach einem. Das sieht mir eher mehr aus, weil es hat da drinnen noch so eine Zange, falls man das sieht. Deswegen würde ich eher sagen, dass es wie so ein Kuscheltier, diese Automaten, wo man so ein Kuscheltier so rauspicken kann. Müsste wahrscheinlich dann das da sein. Genau. Und da ganz hinten, relativ pink. Das sieht man nicht so ganz. Ist auf jeden Fall dann noch so ein Slush-Automat wahrscheinlich oder so ein Milkshake-Automat. Also da gibt es schon viele Sachen, mit denen man sich da begnügen kann. Das ist jetzt zum Beispiel die Schokoladenseite an dem ganzen Set. Weniger schokoladig wird es eher dann, wenn man das umdreht. Also da gibt es halt leider irgendwie auf einmal einen grünen Farbbereich in der Fassade. Was Blaues. Dann halt nur ein kleines Fenster. Hier wird man es wahrscheinlich an einem anderen Haus anstecken können, also aus einem der anderen Häuser aus der Creator-Reihe, welches wir uns mal gleich angucken, was wir dann daneben dran stellen. Hier ist halt das gleiche Spiel. Liegt aber auch daran, weil es halt nur eine Schicht von Bricks sind und nicht doppelte Schichten, weil da gucken halt das, was halt hier innen drin hellgrün ist, wie man hier sieht, innen drin. Dann guckt halt das auf der anderen Seite raus. Also das würde ich jetzt eher nicht so zur Schau stellen. Also da ist wirklich gedacht, dass man das hier so sich so hinstellt. Blöd finde ich halt, dass es dann hier wiederum eine Türe gibt, weil das ist halt dann hier komplett ja offen und das ist halt die Schokoladenseite. Und ich finde, wenn, dann sollte die Schokoladenseite halt vorne hier irgendwo so eine Tür haben. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Macht es auch wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger, sich das dann irgendwo in seiner Stadt halt aufzustellen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir gefällt der Controller halt einfach wirklich sehr, deswegen, das passt für mich soweit. Genau. Jetzt Gute halt dran, also kommt ja mit den Häusern, mit den anderen Häusern aus den anderen Creator rein, so wie zum Beispiel diesem, für 70 Euro glaube ich, oder 80 Euro UVP war das, mit dem Stadthaus und der Bank da daneben dran. Dann haben wir jetzt natürlich dann noch das andere Modell mit dem Spielzeugladen. Auch ein gutes, schönes Modell, wirklich hat auch seine Zeit gebraucht. Das hatte zum Beispiel meine Freundin dann mal zusammengebaut. War sehr anstrengend, aber am Ende hat man es natürlich dann geschafft. Und ja, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall auch hier sehen mit dem Haus. Aber das Haus ist jetzt natürlich jetzt nicht das Hauptschauplatz von dem Ganzen hier. Sondern ich wollte jetzt mal zeigen, wie es mit dem Haus hier zusammen aussieht. Weil das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Häuserreihe hier bei der Creator-Serie. Man kann halt die Häuser dann beliebig dann aufstellen. Aber das Problem jetzt hier, was ich jetzt gerade hier habe, ist mit dem genannten Problem, was ich gesagt habe, dass das hier vorne ja eigentlich die Schokoladenseite ist. Und wenn man es ja von hinten bespielt, also und wenn man es dann so stehen hat, dann hat man halt vorne eigentlich, wo man ja eigentlich hinschaut, hat man halt diese hässliche Fassade halt wiederum hier vorne. Das gefällt mir halt wiederum echt gar nicht. Man ist dann eigentlich gezwungen, das so hinzustellen, aber das sieht ja auch dann wesentlich besser aus, aber dann hat man halt hier offen, gibt es ja keine Türe, dann macht ja die Türe an der Seite überhaupt keinen Sinn und jeder kann halt einfach reinkommen. Das verstehe ich da bei einem Haus irgendwie nicht ganz so, da hat man irgendwie nicht wirklich mitgedacht. Und richtig habe ich es ja eigentlich auch, ja, ich habe es richtig. Das ist halt das Problem, was ich daran finde. Aber so mal an sich, blenden wir mal das Ganze aus, dass es hier offen ist, wenn man es sich mal so hinstellt. Sieht es doch echt wirklich cool aus, muss ich sagen. Tun wir mal diese weg. Sieht es doch echt ganz gut aus. Also da kann man sich wirklich, also es ergänzt sich gut zu den anderen Häusern, die es aus der Creator-Reihe gibt. Das ist natürlich sehr schön, das möchten wir auch so, das ist auch so ein Muss. Natürlich
je nachdem, was man halt will, möchte man alle drei Modelle bauen von dem Ganzen, dann kauft man sich das halt dreimal. Natürlich, wie gesagt, lieber auf eBay oder auf Amazon oder halt auf einer der anderen Anbieter, die es halt mit Rabatten verkaufen. Wenn man sich aber für ein Modell entscheiden müsste von den dreien, würde ich eher dann sagen, vielleicht doch eher besser dann den Nudelladen. Weil beim Nudelladen kann man zumindest mal das Haus dann hinten aufklappen und wieder zuklappen. Also es ist ein geschlossenes Haus dann. Also das könnte man eher dann weiterverwenden als jetzt diese Variante hier. Da müsste man halt wiederum dann nochmal eine weitere Mauer bauen oder halt irgendwie nochmal eine weitere Türe halt selber reinbauen. Da bleiben auch sehr viele Teile übrig, nachdem man das Tiermodell gebaut hat. Da könnte man wahrscheinlich sogar nochmal ein extra kleines Mini-Haus nochmal bauen. Oder halt, wie gesagt, die Mauer dann da zumachen. Oder halt die offene Stelle mit Mauern zumachen. Ja. Das wäre, glaube ich, mal eine Idee, die ich mal machen könnte. Ja. Und so wäre es das Ganze. Ich blende euch natürlich noch gleich nochmal kurz ein, wie es mit dem Stadthaus da und der Bank da, der Zoohandlung zusammen aussehen könnte, wie es ich jetzt mal zumindest mal bei mir so einfach mal so hingestellt habe. Ja. Bietet sich halt einfach an. Ich vermisse aber allerdings. Ah ja, da. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch so zwei Löcher, zwei Pins. Und dann müsste man die eigentlich dann so hinstellen. Nee. Ah, hier haben wir auch nochmal hinten eine. Dann müssen wir die so hinstellen, aber dann stört hier die Pflanze. Und sonst haben wir nirgendwo welche weitere Pins. Da sieht man halt schon, das ist komplett falsch rum. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Das ist ja völlig falsch. So kann ich ja auch nicht bringen. Und so geht's ja auch nicht. Da ist ja dann die Tür im Weg. Keine Ahnung. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Aber wie gesagt, das hier vorne, der Controller, der gefällt mir einfach wirklich sehr. Das ist einfach für mich ein Highlight von dem Ganzen. Ja. So viel mal dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen dieses kleinen Videos. Oh, die Kamera wackelt. Dankeschön fürs Zuschauen dieses kleinen, kleines, in Anführungszeichen. Wir sind eh schon wieder bei 12 Minuten. Des kleinen Videos. Diesmal habe ich euch eben von Creator-Reihe mal gezeigt, weil ich wollte mal hier so ein Häuschen bauen. Und genau. So viel mal dazu. Nächste Woche wird es dann was von Kobi geben. Und zwar, ja, das überlege ich mir noch. Ich habe Hubschrauber dabei, ich habe Flugzeuge dabei. Genau, irgendwas davon wird es dann sein. Aber ich weiß noch nicht genau, worauf ich gerade Lust habe, meine Recherche als nächste Recherche zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked gerne das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und ja, dann nochmals danke fürs Zuschauen und nochmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!